Hallo zusammen, hier habe ich Tag 4. Das habe ich jetzt nicht mitgefilmt, ich will es euch trotzdem kurz zeigen. Also ich habe zwei Fotos von dem Tag aufgeklebt und eigentlich nur so ein paar kleine Embellishments verwendet. Hier habe ich einfach aus den Papierschnipseln, die ich aus der von diesem Papierstreifen hier hatte, zerschnitten. Das ist einmal hier die Vorder- und Rückseite. Enamel Shape und eins von dem Vellum ausgeschnittenen Deer. ein paar goldene ja, Schneeflocken oder ja, Schneeflocken und bisschen gejournalt und das war's. Die Fotos habe ich, hier habe ich einfach ein Designpapier als Fotomatte genommen und hier habe ich so einen Frame, den ich mal bei einer Freundin aus mit ihrer Cameo ausgeschnitten habe. Genau, für mein Datum habe ich einen ganz einfachen Zahlenstempel genommen und hier von meiner Papierprojekt-Stempelplatte habe ich einfach das Wort Dezember aufgestempelt. Genau, das ist mein Tag 4. Für meinen Tag 6 habe ich erstmal gedacht, ich benutze mal meine Dilutions und mache mir einen Mixed-Media-Hintergrund. Aber dieses Postbox Red, das sieht einfach aus wie Blut und ja, also es ist natürlich genau die gleiche Farbe wie in meinem Weihnachtsstern, der auf dem Foto ist, aber irgendwie, ja, sieht das irgendwie immer aus wie ein Blutfleck und dann habe ich das sein gelassen und versucht, das abzudecken. Dazu nehme ich mir dieses Stück Vellum, was ich noch habe, also der Rest davon und probiere gerade erstmal rum, was ich überhaupt da machen will. Also ich starte eigentlich immer ohne eine konkrete Idee. Das kommt meistens mit den Sachen, die ich dann auf dem Tisch liegen habe oder mit dem Foto. Und ja, hier gucke ich immer, ob diese Farbe bloß nicht durch das Papier durchsuppt, aber tut es zum Glück nicht. Ich schneide mir das Vellum jetzt so zurecht, dass ich den letzten Rest sozusagen wirklich nutze und auch dieses ja diesen Fleck da abdecke. Dazu positioniere ich mir so beim Aufkleben, dass ich eben den Fleck komplett abdecke und das Vellum werde ich dann auch genau so aufkleben. Ja, jetzt gucke ich bei der Falala-Kollektion. Da sind einige Sachen dabei, die auch dieses klassische Rot haben und da werde ich noch ein bisschen was aufkleben und werde den Tag ganz simpel halten mit diesen paar goldenen Sternen, die ich einfach aus goldenem Papier ausgestanzt habe. Ja, ich klebe das alles gleich auf und unter den Sternen habe ich dann die Möglichkeit, das Vellum auch nochmal auf der Seite aufzukleben. Zum Aufkleben benutze ich hier einfach diesen Fotokleber. Der hat ja eine praktische Größe. Den benutze ich gerne für so kleinere Sachen. Da muss ich dann wieder Flüssigkleber nehmen oder auch nicht dieses doppelseitige Klebeband zerreißen. Das ist ganz praktisch. Und der klebt auch ganz gut eigentlich. Genau, jetzt habe ich so ein paar Flächen, wo ich etwas stärkeres Klebeband aufkleben kann und damit auch dieses Vellum auf der Seite aufkleben kann. Genau, und dass da so ein bisschen unten die Farbe durchlugt, das stört mich jetzt nicht weiter. Ich habe erst gedacht, ob ich da noch einen Stern drüber klebe, aber das lasse ich. Ja, jetzt habe ich nach einem Label gesucht, um dort von meinem Papierprojektstempeln den Stempel Weihnachtsmagie aufzustempeln. Und die passen perfekt in diese Labels von Crate Paper, von der Falala-Kollektion. Und ich benutze Archival Ink, weil das auf diesen glatten Stickern am besten funktioniert. Das Label, das klebe ich jetzt noch nicht auf, weil die Farbe noch nicht trocken ist und ich das nicht verschmieren möchte. Ja, und
Ja, ich klebe jetzt noch die Sternsticker auf und schreibe noch ein bisschen was dazu. Erst dachte ich, dass ich so an der Kante nach oben schreibe, aber ich schreibe das unten rechts auf die Seite neben dem Foto und werde mein Datum diesmal mit diesen goldfolierten Holzbuchstaben aufkleben, und zwar direkt auf das Foto, also auf diesen weißen Rand unten von dem Instax-Foto. Da passte das perfekt drauf. Ja, und damit bin ich auch schon fertig. Und hier seht ihr, dass das Label noch nach oben gewandert ist. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.